Und damit willkommen zur versprochenen Bonusmission. HC Wolf Finale heißt es hier. Und ich würde es einfach mal selbst Mission 21 Redesigned nennen. Wir können uns alle erinnern, Mission 21, die letzte Mission in der Militärkampagne, die Rache. Die war an manchen Stellen halt einfach ein bisschen enttäuschend, an sich hat Epicness gefehlt und die vereinigten Streitkräfte des Königs und Salonarms waren auch irgendwie eine kleine Handvoll Wuselmännchen. Von daher würde ich einfach mal sagen, es ist sehr, sehr angebracht, dass Mission 21 ja eine neue Auflage bekommen hat. Zwar klar keine offizielle, aber hey, gar nicht mal so schlecht erstellt. Von F-Ray, der ebenfalls viel sich auf meinem Kanal herumtreibt. Und ich würde sagen, gehen wir es mal an und schauen mal, was uns erwartet. Ich weiß ein bisschen Bescheid zur Karte und auch zu den Hintergründen an sich und werde ein bisschen erklären, was dort eigentlich so vor sich geht und wie das mit der Kampagne zusammenhängt. Okay. Es geht los mit dem Berater. Herr, gut, dass ihr endlich eingetroffen seid. Wir belagern die Burg des Wolfs nun schon seit Monaten. Doch viel länger können wir seinen Angriff nicht standhalten. So lange, Mister. Hey ho, alter Knabe! Ich habe euch meine besten Soldaten geschickt. Sie werden eure Trutz sichern können, sodass ihr euch für den finalen Schlag gegen Wolf wappnen könnt. Hurra! Verstärkung ist eingetroffen. Und sie wird alle Male vonnöten sein. Solch eine Befestigung habe ich noch nie zuvor gesehen, Herr. Wir sollten am Ende der Belagerung des Wolfs Architekten konstruieren. Konsultieren. Er wäre uns... Oh, seht nur, ein purpurnes Banner am Horizont. Es ist der König. So lange haben wir da. Endlich, gemeinsam werden wir diese Burg sicherlich irgendwie einnehmen können und... Moment mal, Junge. Sind das alle Truppen, die der König sandte? Und der König ist da. Keine Zeit für Unterredungen, Herrschaften. Ich geriet in ein Gefecht. Ein gewaltiges Heer des Wolfs ist auf dem Weg hierher. Okay. Wir spielen wieder auf sehr schwer, wie sie es gewohnt. Wie wir es gewohnt sind. Okay, gelöst. Ja, und wir starten und pausieren sofort. Die Schwertkämpfer des Wolfs sind hier. Wir sind verloren. Denn ich habe schon mal probeweise reingeschaut und mir ein paar Infos geholt. Grundsätzlich, wir haben hier tatsächlich auch eine eigene Burg. Das kleine Ding da oben. Aber das ist erstmal egal. Wichtig ist, was hier unten passiert. Das ist unsere Armee, die wir haben. Können wir jetzt nicht so anklicken, aber ich möchte jetzt nicht von der Pause weggehen. Grundsätzlich haben wir dann doch gut was an Truppen da, muss man sagen. Gar nicht mal so schlecht. Und wir gucken uns einfach mal ein bisschen auf der Karte um. Hier oben sehen wir eine kleine Trutz. Mitsamt Triebock mit Truppen vom Wolf, ist auch ganz lustig. Beziehungsweise eine Blide, die jetzt in unsere Richtung noch schaut. Und da ist noch jede Menge freie Fläche. Ist auch klar, von der Burg wurde gerne viel Wald gerodet und freie Fläche gehalten. Und nun kommen wir mal zur Festung des Wolfs. Die ist tatsächlich, man muss es erwähnen, so historisch akkurat gebaut, wie es geht, als Burg. Das heißt, hier auf dem höchsten Punkt auf dem Berg ist wirklich der Bergfried mitsamt den größten Verteidigungsanlagen. Und hier geht's runter zum quasi Vordorf, wenn man so sehen will. Also wirklich zum kleinen Vorörtchen zur Burg. Das ebenfalls einiges an Designs aufweist. Man sieht hier zum Beispiel die Wege, die hier entlang führen. Und hier natürlich auch die Stadtmauer, die hier quasi der Wolf errichtet hat. Ein weiteres kleines Detail, was zu erwähnen ist. Hier sieht man ein bisschen, wenn man darauf achtet, dass hier ursprünglich, weil jeder hat mal klein angefangen mit dem Burgbau. Und auch ein Wolf seine Burg hat klein angefangen irgendwann. Und dementsprechend war zuerst sein, ja, sagen wir es mal so, sein kleiner Bergfried, seine kleine Hauptburg war einfach mal da unten. Und irgendwann, weil hier auch ein kleiner Hügel ist, und irgendwann ist er einfach im Sinne von, ja, jetzt ist die Burg groß genug, jetzt können wir mal umziehen, ist er irgendwann nach oben umgezogen und hat hier seine große Festung errichtet. Und ja, das ist die Burg des Wolfs. Und ja, wir haben jetzt einiges an Gesellschaft bekommen. Es hieß ja, eine gewaltige Streitkraft des Wolfs ist auf dem Weg hierher. Und die kommen jetzt von da unten. Das heißt, es gibt jetzt erstmal eine gewaltige Feldschlacht am Anfang. Auf unsere Belagerungsstreitkräfte. Und zwar, es ist so, dass die Story ein kleines bisschen umgemodelt wurde, im Sinne von, dass man in der vorletzten Mission eben nicht die komplette Hauptstreitmacht des Wolfs vernichtet hat. Ein großer Teil hat sich zurückgezogen und der Wolf hatte noch einiges an Reserven. Was bedeutet, die Truppen... Ja, besser,
ich sag's mal so, wir haben den Wolf jetzt mit unseren vereinten Streitkräften, das man jetzt schon fast so nennen kann. König seiner Armee fehlt größtenteils, die wurden ja aufgerieben auf dem Weg von den Wolf seinen restlichen Truppen. Und ja, wir haben jetzt schon eine ganz lange Zeit belagert, war jetzt aber auch nicht so wirklich Erfolg gekrönt. Und jetzt hat der Wolf halt jede Menge von seinen Reservetruppen als Entsatz losgeschickt, um unsere Belagerer einfach mal wegzuwischen. Und ja, ich würde nur sagen, bevor wir weiterreden, schauen wir erstmal, wie wir diese Schlacht geliefert bekommen. Passt so? 40, lassen wir so. Okay. Hoch mit euch, Fernkämpfer. Aufpassen. Alle Nahkämpfer, runter. Jetzt wird ein bisschen gefightet hier. Und das sind noch nicht alle. Eine Botschaft des Wolfs. Schnell schauen, dass wir die Fernkämpfer noch wegkriegen. Die werden noch ein Dorn im Auge sein. Na, ja, die Schwertkämpfer noch. Und da geht's weiter. Hei, hei. Und es geht weiter. Jetzt wird es schwieriger mit den Halbertieren, die hier ankommen. Wir müssen die Schwertkämpfer mal hier abzweigen. Uiuiui. Ui, ui. Ziemlich laut die Action gerade hier. Zumindest auf meinen Ohren. Schützenmissel besser platzieren. Ah, und jetzt bleibt halt nicht sehr viel von unserer großen Belagerungsmacht übrig. Die Entsandtruppen haben uns ziemlich zugesetzt. Und der Wolf hat sogar gute Beliebtheit. Das ist Wahnsinn. Ah, erkläre ich auch noch ein bisschen was dazu zu den Gedanken dahinter. Oh, oh, Vorsicht, Vorsicht. Geräte könnte ich noch gebrauchen. Aber hey, so gut habe ich das bei meinen ersten 1-2 Testläufen nicht hinbekommen. Ich habe noch ziemlich was übrig. Womit kann ich dienen, so. Wolfis Entsatztruppen wurden dezimiert. Das waren jetzt tatsächlich die Reste seiner gesamten Hauptstreitmacht, die ihm zur Hilfe eilen wollten. Als Entsatz. Das heißt aber nicht, dass es das war. Es kommen noch weitere Angriffe. Aber eben nicht von diesem Kaliber. Einfach weil das jetzt wirklich der Großteil seiner Armee war. Ja, bitte. Okay, aber jetzt sind wir eigentlich weit genug dezimiert, dass wir einen Angriff vorzeitig erstmal vergessen können. Von daher ziehen wir uns erstmal zurück in unser schönes Bürgchen da. Das, was davon übrig ist. Und gucken, dass wir uns neu aufbauen. Ich habe keine Ritter mehr, leider. Ich muss mal gucken, dass ich den Armbrustschützen so verlustfrei wie möglich kaputt bekomme. Beziehungsweise die ganze Trutz hier. Grundsätzlich ist die Urin... die Ruine hier ist echt schön, muss ich sagen. Das nächste Mal werde ich euch nicht unterschätzen. Die Ruine ist ganz hübsch, aber ich frage mich, ob ich sie behalte. Weil wir werden ziemlich Probleme mit dem Platz hier haben, glaube ich. Komm, machen wir mal ein paar Jäger. Können wir vielleicht gebrauchen, so kurz vom Grundspeicher. Grundsätzlich haben wir nicht viel Möglichkeit, uns großartig aufzubauen. Ja, aufzubauen. Oh, hier ein paar Häuschen. Dann grundsätzlich ein paar Holzfäller natürlich. In Ordnung. Da steht noch ein Triebock rum. Gut, den machen wir auch noch kaputt eben. Womit kann ich dienen? Das wird etwas schwierig. Und ja, Wolfi hat eine ziemlich beeindruckende Stadt. Die eben... auch einiges an Gärten aufweist, wo man sich echt denkt, hä, Wolfi, gut, hier ist auch mal ein Galgen aufgestellt, aber ansonsten Wolfi und gute Dinge, das folgt so ein bisschen einem kleinen Muster, wenn man mal so Wolfi ein bisschen psychologisch analysiert. Eine Botschaft des Wolfs. So viel muss man euch zugestehen. Ihr kämpft besser als euer Vater. Oh, oh, oh. Rettet uns, my Lord. Die Barbaren sind auf dem Vormarsch. Gut, die Türme... Das bisschen an Innenburg lasse ich einfach mal. Aber grundsätzlich muss ich jetzt echt mal gucken, dass ich hier an Nahrungsproduktion zugewinne. Vorratslager ist hier drin. Nennt euren Wunsch.
es würde sich auch sehr, sehr anbieten. Keine Veränderung in der Schatzkammer, mein Lord. Ja, ich brauche Getreide. Das ist am besten jetzt erstmal. Heißt, machen wir mal so 3-4 Getreidefarmen. Haben wir einen Markt? Wir haben noch keinen, oder? Nee. Das habe ich jetzt versaut. Ja, bitte. Ein Barde ist in der Burg angekommen, euer Gnaden. Ich habe mir die Freiheit genommen. So, dann lasse ich meine Truppen erstmal hier stehen, bis auf die Fernkämpfer, die sollen sich erstmal schön positionieren. Die kommen gar nicht hier hoch, oder? Da fehlt noch ein bisschen die Verbindung. Das bauen wir auch mal wieder auf hier. So. Und ja, es ist tatsächlich nicht so, dass es eine reine Belagerungsmission ist. Wir können uns jetzt tatsächlich neu auffrischen. Aber Wolf wird uns zwischenzeitlich auch wieder angreifen ein bisschen. Aber grundsätzlich haben wir jetzt tatsächlich Zeit, den Wolf zu zerbröseln mit der Zeit. Nehmen wir so ein paar Bogenschützen dazu, holen ein paar Truppen drauf. Dann passt das schon. Die Truppen stelle ich doch mal ein bisschen weiter runter, oder? Ja, passt schon so in etwa. Was das hier angeht, bin ich am Überlegen, ob ich das vielleicht auch wieder neu mache. Ja, warum eigentlich nicht, oder? Wenn schon so dasteht, bauen wir es doch einfach wieder auf, so wie es hier steht. Dann machen wir tatsächlich den Turm neu. Wir bräuchten aber auf jeden Fall auch... Also sobald das hier funktioniert mit dem Getreide, kann ich auf jeden Fall hier noch eine Mühle machen. Ich glaube, da müsste eine reinpassen. Aber erstmal möchte ich das Holz haben, um einen Marktplatz bauen zu können. Aber eine Mühle dürfte gut reinpassen, da dürfte ich ein bisschen Spaß haben können. Was ist denn jetzt los? Baumeister? Hi. Allzeit bereit. Wo kommen die jetzt her? Rar. Ein Überfall von Baumeistern. Sogar seine Eisenminen sind ein bisschen geschützt. Fehlt irgendwie noch, dass die KI ja eigenständig verwirtschaftet und dass er jetzt doch ein paar Truppen ausbildet hin und wieder. Das wäre auch cool. Aber das fehlt Stronghold 1 eben. So eine KI, die verwalten kann. Deswegen meine ich ja, es wäre eigentlich eine echt coole Idee, wenn... Ja, wenn Firefly einfach mal ein Stronghold 1 wieder rausbringt. Das klassische Stronghold 1, bloß quasi wirklich so eine Art wie Remastered. So klassisch, wie es jetzt eben ist. Man muss dann an der Grafik nicht viel rumfallen, das kann man so lassen. Aber eben beispielsweise mit einer Skirmish-KI, mit Skirmish-Modus, wie es eben in Crusader ist, und mit einigen kleinen anderen Änderungen. Vielleicht einfach noch ein paar an der Kampagne an ein paar Missionen rumgefeilt und ansonsten muss man noch nicht mal so viel ändern. Aber grundsätzlich einfach ein paar Verbesserungen an vielerlei Stellen. Wäre eigentlich super. Aber ich glaube, das Thema hatten wir schon so zuhauf. Hä? Marktplatz, ich komme. Marktplatz, du kommst mir, du kommst mir, du kommst mir, du kommst mir. Punkt, du kommst mir. Auf der Stelle. Da haben wir noch ein Türmchen, das ist eigentlich auch ganz cool, das möchte ich eigentlich auch behalten. Komm, baue ich Marktplatz so unten auf. Ihr könnt das dort platzieren, mein Lord. So. Wir haben einiges an Gold, an Stadtgold, das wir gut nutzen können. Ich würde grundsätzlich sagen, einmal Getreide bitte noch hier. Dankeschön. Obwohl, ich würde mal so weit gehen zu sagen, das lasse ich mal tatsächlich. Ja, Pest gibt es hier auch in der Mission. Einfach nur, weil es unter anderem auch tatsächlich historisch ist bei Belagerungen, wenn man ewig lang einen Gegner belagert, dass da schon mal Krankheiten ausbrechen können. Vier Stück dürften reichen. Ich lasse mal bei 4. Ich habe nämlich so eine Idee, wie ich den Aufbau dort mache. So. Dann hätte ich gerne auf dem Weg zum Kunstspeicher irgendwie ein paar Bäckereien im Idealfall. Also, ja, die kriegt man da gar nicht hin. Hinten lang wird es wahrscheinlich sogar gar nicht mehr gehen, so einfach. Eure Beliebtheit sinkt. Wieso, was ist denn da? Pest, okay. Wir brauchen eine Apotheke. Im Übrigen, wir sehen keine Brunnen, kein Feuer. Ah, herrlich, nicht wahr? Herrlich stimmt zu. Herrlich sagt ja. Also die Frage, Apotheke, komm, bauen wir die auch hier unten rein.
So, grundsätzlich würde ich jetzt dann auch gerne bald mal einen Steinbruch haben. Da können wir uns hier drüben was aufbauen. Hier passt nicht sehr viel hin, hier drüben passt ein bisschen was. Nahrung wird jetzt noch Probleme machen. Das hier braucht man nicht, Eisen ist nicht schlecht. So. Ihr könnt auf uns zählen. Hier oben ein Bäcker? Warum eigentlich nicht? Ja, weil der Zuweg einfach so lang ist, ob sich das wirklich lohnt. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Hier hätte ich eigentlich gerne, was das hier angeht, Waffenproduktion drin. So, dann hier bitte ein paar Zugänge. Ein Steinbruch musste erstmal reichen, so viel will ich jetzt gar nicht bauen. Und Eisen ein bisschen wäre auch nicht verkehrt. Ich glaube, hier passt nichts hin. Hier oben haben wir aber ein bisschen was. Eine Eisenmine, ja, das ist nicht verkehrt. Reicht. Wir bräuchten jetzt auch wieder ein paar mehr Bauern. Gut, dann machen wir nochmal ein, zwei Häuschen. So. Grundsätzlich würde ich hier noch gerne was ändern. Standaufbau, ich weiß, aber ich möchte dann doch mal einen kleinen Stil gerade einbauen. Der besagt, hier unten ist noch ein steinernes Torhaus, das dann da auch ein wenig hinpasst. Na wunderbar, so viel dazu. Nun kann es aber tatsächlich so machen. Keine Nahrung mehr, Sire. Nee. Jetzt achte ich schon wieder zu sehr auf Schönheit, oder? Aber gut, es muss sein. Es muss einfach. Es tut mir leid. Geht nicht anders. So, passt das eher. Aufklärer berichten von einer großen Truppe des Wolfs, die auf uns zumarschiert. Na, wunderbar. So, dann haben wir hier nochmal extra separat abgetrennt. Grundsätzlich würde ich mal sagen, ich ziehe mal wirklich meine ganzen Truppen hier nochmal hinter zurück. Hier würde ich jetzt tatsächlich nochmal eine Treppe hinbauen. Oh Gott. Das Volk ist euch wohlgesonnen, euer Beliebtheit. Macht keine Spielchen mit mir. Aber ein bisschen halten dürft's noch. So. Ein bisschen Gold haben wir ja noch, deswegen möchte ich mir jetzt mal wirklich ein bisschen allzeit bereit hier was zusammenbauen. Mein Bogen ist euer. So. Womit kann ich dienen? Noch ein paar hier, noch ein paar da. Also tun wir unsere ganzen Schützen erstmal hoch. Die Belagerungsgeräte sollen sich erstmal da hinten verstecken. Belagerungsturm bereit! Ihr könnt auf uns zählen. Allzeit bereit. So. Schilde ebenso. Und ja, wie gesagt, das sind jetzt keine Megakaliber-Angriffe mehr, aber trotzdem noch was, wo man sagen muss, ja, könnte auf jeden Fall nerven. Nennt euren Wunsch. So, haben wir hier, da hätte ich gerne da eigentlich nochmal ein Tor aus so in dem Bereich. Ja, bitte. Na. Sehr wohl, mein Herr. So in etwa. Ihr könnt auf uns zählen. Na komm, dann geht mal ein bisschen weiter dahinter. Ihr steht mir alle im Weg, Leute. Zu Diensten. Allzeit bereit. Es geht, glaube ich, von meinen Jäger gerade, oder? Ach so, die haben nur. Ich wollte schon sagen, gehen die Bogenschützen jetzt alle aufs Wild. Das ist nicht ungewöhnlich, das hatten wir schon ein paar Mal. Auf diese Weise. Ich muss mal jetzt irgendwie die Belagerungsgeräte irgendwo abstellen, ey. Ja, bitte. Ein Kinderspiel. Schultert die Waffen. Auf dem Weg. Mein Herr, sind auf dem Weg. Ja, super, so viel dazu. Aber gut, wir verteidigen hier noch. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Was wünscht ihr? Und los! Was wünscht ihr? Wer spießt am meisten auf? Oi, oi, oi.
Und ja, du machst mal die Armbrustschützen weg. Das ist ja nicht mal eine geile Reichweite, oder? Von dort oben bis da runter? Nett. So, wow. Na gut, das sind viele Armbrustschützen, die hier rumnerven. Mal ein bisschen weiter zurück. So viel kriegen wir jetzt eh nicht verarbeitet an Mehl. Von daher reicht das mit dem Getreide, so wie wir es jetzt haben. Ja komm, machen wir noch einen Bäcker hierher. Sie würde hier auch noch mal einer hinpassen. Katapult bereit, Mylord. Eieieiei, hat noch mal seine Ruhe. Soll er schießen? Komm, dann geht immer alle ran. Los, meine Harrys. Schultert die Waffen. Wir gehen ja regelmäßig dahin. Da kommen nicht mal Steine rein. Ich hoffe, die kommen auch ran. Grundsätzlich kann ich aber tatsächlich schon mal mit der Waffenproduktion. Beliebtheit. Das Volk ist euch wohlgesonnen, euer Gnaden. Ja, was machen wir? Nahrung sieht nicht so mega aus, als wir. Was wünscht ihr damit ihnen? Ja, Nahrung können wir nicht so mega viel spielen. Spiele ich doch so gerne mit Nahrung. Wir können hier ja. Kommt, ich mache eine Käserei hierher noch. Bietet sich irgendwie an, oder? Aber eine Käserei im Durchgang, aber was soll's. So, eins noch weiter hinten geht's nicht. Geht nur so, ja gut. Die Leute kommen ja trotzdem durch, glaube ich. Müsste hinhauen, ja. Okay, dann hätte ich es nämlich gerne so. Die Burgbewohner sind sehr krank, mein Lord. Warum geht's nicht? Irgendwas blockiert hier, dass ich Wälle bauen kann. Nervig. Irgendwie muss es funktionieren. Das mit dem Ball wird ein bisschen blöd. Hä? Die Idee mit der Käsefarm ist jetzt auch nicht so dolle. Was blockiert hier dermaßen? Ja gut, ansonsten mache ich eben, ja gut, hier eine Alternative von wegen Treppe. Die Leute verlassen die Burg. Ja, super, jetzt geht's los. Dabei ist es noch nicht mal so schlimm gerade. Das Volk ist sich euer nicht sicher, Sire. Lebensmittel gehen ja auch. Ich hätte eigentlich gern so gehabt, dass ich hier wirklich eine Palisade rum habe. So, etwa. Wenn will ich das so alles optisch ein bisschen ansprechend gestalten. Komischerweise, mit den Palisaden, ne, das ist irgendwie. Komm, dann mache ich das anders. Hier könnte ich auch schon ein bisschen eher reingehen, eigentlich. Es kommen Leute zur Burg. So. Machen wir das eben so. Machen die Steine hier weg und dann ist es eben komplett einmal ein Durchgang. Eben hier ein bisschen steinerer ist. Hat auch was. Entsprechend hätte ich ja auch gerne ein bisschen noch Verteidigungsplattformen. Ui, hier waren noch ein paar Leiterträger übrig. Auch okay. Bin zur Stelle. Ja. In Bewegung. Armbrustschützen auf Holzplattformen sind sowieso irgendwie so surreal, aber hey. Mein Bogen ist teuer. Machen. So, dann hätte ich jetzt doch gerne wieder meine Käserei zurück. Dankeschön. Zu liebwürdig. Wir sind bereit. Wir können jetzt sogar mal auf 60 gehen. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Und grundsätzlich hier draußen einfach noch ein paar Apfelplantagen bauen. Wir sehen ja, wie es mit Nahrung schlecht steht. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Haben wir jetzt dann auch ein bisschen mehr mit unterschiedlichen Nahrungsarten.
Macht mal ruhig das Tor auf. Und gut, wir haben noch ein zweites, aber ja. Mein Herr, Rücken grundsätzlich aus. Würde ich sogar so weit gehen und sagen, wir machen das Tor sogar weg. Sehr knapp, Sire. Was haben wir mit dem Ding? Lang lebe die Optik, nicht wahr? Hat man schon oft. Dann grenzt die Holzpalisade tatsächlich einfach an den Turm ran. Hat doch auch was, oder? Wo ist das Ding da? So, ich brauche dann gleich auch nochmal ein paar Holzfäller mehr. Eure Lordschaft? So, ihr bleibt einfach mal draußen, um das alles ein bisschen zu schützen. Die Pest hat unsere Burg eingesiedelt. Los, Apotheker, tu deinen Job. Der Kornspeicher ist leer, Sire. Mehl haben wir genug, daran liegt's nicht. Gebe ich eigentlich noch Geld aus? Gold, euer Gnaden. Was kann ich denn machen? Bierbrauen ist eine blöde Idee, das wird so schnell nicht helfen. Religion kann ich ja auch vergessen, kann ich sowieso nicht bauen, das kann man knicken. Ich brauche einfach genug Nahrungsmittel. Ich könnte auch gute Dinge bauen und damit löse ich das Nahrungsproblem aber nicht. Komm, hier passt auf jeden Fall noch eine Bäckerei hin. Bleckenbäcker. Komm, machen wir auch noch einen Bäcker hin. Die Leute kommen schon noch zur Waffenkammer. Und hier fange ich jetzt dann doch mal langsam mit der Waffenproduktion an. Das heißt, ich möchte Rüstungen haben, bitte. Am besten zweimal, einmal Schwertschmiede und einmal hier für die Hellebarden. Eure Befehle? Bin zur Stelle. So, sind auf dem Weg. Leute mehr. Ja. Guck mal auf das Türmchen. Bogenschützen auf die bereit. Mauer. Die Ambo-Schützen können wir auch ein bisschen mit hier drauf. Waffen geschultert. Eigentlich schon ganz gerne, dass wir ein paar Ambo-Schützen hier verteidigen. Soll mir nicht zu leicht fallen. Aber ja, so hat es doch was. Grundsätzlich können wir diesen Turm auch da aufbauen. Spricht nichts gegen, wenn wir überhaupt noch richtig durchkommen. Aber ich glaube, es müsste gehen. So. Kommen auch mal so ein paar Bogenschützen drauf. In Bewegung. So. Ja, im Notfall kriege ich eben trotzdem noch einen Bäcker hin. Ich meine, das ist... Vom Platz so eine Sache. Beziehungsweise auch vom Laufweg. Jetzt geht's mal endlich voran. Und zwar durch die verschiedenen Nahrungsarten auch gut genug, dass ich tatsächlich Steuern machen könnte. Stellenweise habe ich sogar wegen dem Fleisch plus 3. Das heißt, ich könnte echt noch ein paar mehr Jäger machen. Wisst ihr was? Ich glaube, ich baue noch einfach noch ein paar hier oben, hier unten hin. Das bietet sich auch ein bisschen an. Zack, zack. Ja, eine Weile lang, ich weiß nicht, immer lang lasse ich erstmal die Steuern, bis ich 100 habe. Ich möchte einen guten Puffer haben, für den Notfall. So, dann können wir uns mal langsam um die Rüstungsproduktion kümmern. Und ja, nochmal zum Wolf an sich. Es ist tatsächlich so, und das wird oftmals gerne angenommen, zumal es auch in der Story von Stronghold 3 ein bisschen angedeutet wird. Es ist wahrscheinlich tatsächlich so, dass der Wolf an sich wahrscheinlich noch nicht mal ein so schlechter Kerl war. Klar, motzt er gerne rum, aber grundsätzlich, wer weiß, vielleicht wäre er noch nicht mal so ein schlechter Herrscher gewesen. Und grundsätzlich kann man echt sagen, dass er gar kein grausamer Herrscher war, also nicht so offen wie das Schwein, von wegen, dass er alle Leute quälen will. Beim Wolf kann man vielleicht tatsächlich sagen, eventuell hätte er gut geherrscht. Erst nach seiner Niederlage in Stronghold 1 war er so rachefixiert, also in der Stronghold 3 Kampagne, dass er irgendwie einfach nur regelrecht wahnsinnig wurde. Schlechte Idee hier mein Eisen durchzuliefern. Ja, Moment mal, was wollten da durch? Irgendwas wurde hier abgeschossen. Ich könnte auf jeden Fall mehr Stein haben. Also im Grunde kann man sagen, eventuell war er sogar jemand, ein paar. Großen Truppe des Wolfs, die auf uns zumarschiert. Weil man hat niemals gehört, dass es dem Volk schlecht ging vom Wolf. Also man kann echt sagen, vielleicht ging es dem Volk gar nicht mal so schlecht.
Also es macht schon seinen Sinn, dass er eventuell gar nicht mal so ein übler Kerl war, wie er es nach außen hingegeben hat. Allzeit bereit. Wollte nach außen halt bloß immer Stärke zeigen und Autorität. Wir folgen euch, Herr. Was durchaus verständlich ist. Vielleicht doch noch ein paar Apfelfärmchen. Genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Ja, super. Jetzt geht der Teufelskreis mit der Bevölkerung wieder los. Ich glaube, sehr viel mehr als jetzt noch ein, zwei Hütten mache ich nicht.